Datenschutzgrundverordnung, Verantwortliche. Das ist ein fester Begriff. Was verbirgt sich dahinter? Wer ist der Verantwortliche? Und auch welche Rechte und Pflichten leiten sich davon ab? Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Steffen Groß und heute haben wir wieder eine Expertin bei mir, Rechtsanwältin Katharina Gündel, die zugleich Data Protection Manager mit Hochschulabschluss ist. Habe ich das richtig gesagt? Nein, Steffen, das hast du nicht richtig gesagt. Ich bin Data Protection Risk Manager. Es geht also um die Risiken im Datenschutz, die ich manage, wozu ich eben ein Hochschulzertifikat, also eine Fortbildung gemacht habe und dann eine Arbeit dazu geschrieben habe. Und damit habe ich dieses Zertifikat erworben und auch sehr viele Kenntnisse zu unserem heutigen Thema. Also das Risiko in Bezug auf den Datenschutz. Ja. Fangen wir vielleicht mit dem wichtigsten Begriff an, Verantwortlicher im Rahmen der DSGVO. Was verbirgt sich dahinter? Inwiefern hat das Auswirkungen auf die Immobilienbranche, Verwalter, Eigentümer? Also der Adressat der gesamten DSGVO ist der Verantwortliche. Das ist also der Dreh- und Angelpunkt letztlich oder die Dreh- und Angelperson neben der betroffenen Person in der DSGVO. Und Verantwortlicher ist, wer über Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung selbst entscheidet. Und tatsächlich kommt es darauf an, es geht um die eigene Entscheidung über Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung. Eigene Entscheidung, Zwecke und Mittel. Hast du ein Beispiel für Zweck und Mittel, dass das die Zuhörer einfacher verstehen können? Ja, wenn wir das Beispiel Wohnungseigentümergemeinschaft machen. Die Wohnungseigentümer entscheidet, sie will eine Videoüberwachung machen, um zu ermitteln, wer immer den Brand legt in der Müllstandsfläche. Da ist der Zweck Ermittlung und Verhinderung der Straftaten. Und die Mittel, die werden mitentschieden natürlich. Die Mittel sind, was für eine Videokamera steht da, wie oft wird aufgenommen, wie schnell wird wieder gelöscht, schwenkt die und diese dann. Das sind die Mittel. Okay, super. Jetzt sind wir schon beim Zweck und Mittel. Nochmal einen Schritt zurück. Verantwortlicher. Jetzt hast du gerade die Wohnungseigentümergemeinschaft genannt. Der Eigentümer an für sich, der Sondereigentümer, der WEG-Verwalter oder auch derjenige, der ein Mietshaus hat oder ein Vermieter einer Eigentumswohnung. Sind das alles Verantwortliche? Ja. Das war einfach. Das war einfach. Also es kommt tatsächlich genau immer darauf an, über welche Datenverarbeitung wir reden. Wenn jemand Daten verarbeitet und da Zwecke und Mittel festlegt, ist der Verantwortlicher. Das kann sowohl der Vermieter sein, als auch der einzelne Wohnungseigentümer, als auch natürlich die gesamte Gemeinschaft, wenn wir über die WEG reden, als auch der WEG-Verwalter. Im Mietshaus natürlich auch der Mietshausverwalter, der Asset Manager, manchmal sogar die Hauswarte, wenn sie irgendwelche Verwaltungstätigkeiten ausüben mit Daten. Also jeder kann verantwortliche Person sein. Also wenn der einzelne Eigentümer, der seine Eigentumswohnung vermietet hat, die Daten von dem Mieter bei sich zu Hause aufbewahrt, was er im Vertragsverhältnis muss, dann läuft er nach der DSGVO unter dem Begriff Verantwortlicher. Der läuft unter dem Begriff Verantwortlicher, das in jedem Fall. Er kann mal von der DSGVO ausgenommen sein, wenn es die sogenannte Haushaltsausnahme betrifft. Also wenn er nur in kleinerem Umfang eigene Vermögensverwaltung macht. Wir gehen aber davon aus, dass jeder, der Immobilien vermietet, schon verantwortlicher ist. So hat es auch das Landgericht Heidelberg entschieden. Derjenige ist verantwortlicher. Und die Verantwortung, ein Kriterium ist dafür, wenn man das gewerblich betreibt und mit Gewinnerzielungsabsicht und jeder Vermieter versucht letztendlich Gewinn mit der Vermietung zu erzielen. Jetzt haben wir den Vermieter, die Wohnungseigentümergemeinschaft noch als Verantwortlicher, den WEG-Verwalter. Was passiert, wenn die zusammenarbeiten? Es ist ja oft so, dass der Vermieter mit dem Hausverwalter zusammenarbeitet, mit dem Mietshausverwalter oder eben auch die Wohnungseigentümergemeinschaft natürlich mit dem Verwalter, der ist ja Organ der Wohnungseigentümergemeinschaft. Und wenn die zusammen über Zweck und Mittel der Datenverarbeitung entscheiden, dann sind sie gemeinsam Verantwortliche. Die können das getrennt machen, die können das aber auch zusammen machen und viele machen es halt zusammen. Und dann sind die gemeinsam Verantwortliche für die Datenverarbeitung. Wunderbar, das war letztendlich eine ideale Überleitung zu unserem nächsten Interview, gemeinschaftliche Verantwortliche. Vielen Dank erstmal heute an dieser Stelle an dich. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like. Abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, gerade zu neuen Themen, schreiben Sie uns gerne einen Kommentar. Ansonsten finden Sie neben mir weitere Verwalter-Talks.
Zu diesen und weiteren Themen gibt es weitere Informationen, Videos und Webinare auf livento.de. Schön, dass Sie dabei sind.